dann bleibt es nur noch Doppelkopfmann. Aber Gemini Man hatten wir schon. Den gibt es in Mega Man 3? Du bist Searchman? Okay. Der Searchman im Dschungel. Was sucht er denn da Schönes? Nope, geh weg. Nein, natürlich kommt er wieder. Ah. Ich merke gerade den Nachteil an der. Nee. Fand ich schon. Ich merke gerade den Nachteil an dem Laser. Der ist natürlich ein bisschen dünner. Dementsprechend kann er die kleinen Gegner auf dem Boden nicht treffen. Dann nehmen wir doch lieber den normalen Charge. So, die neue Waffe. Ich schieße wirklich mit Seifenblasen einfach. Okay, never mind. So, hier noch irgendwas? Hier lang zu gehen? Da oben ist was. Ja, okay. Da hat sie ein Mewtwo drin versteckt. Auf jeden Fall noch was. Und hier kann ich zumindest runter. Moment, mal. Den Angriff hier. Wobei, irgendwie sieht das hier unten viel zu normal aus. Wir gehen doch lieber oben lang. Sieht gefährlicher und schwerer aus. Ist das ein Affe? Ist das ein Affenman? Wow! Wo möchte ich hin? Da möchte ich hin. Okay. More Dinos. Versuche nach den Dinos. Kann ich den überhaupt kaputt machen? Ich habe keine Ahnung. Lass mich raten, die kann ich mit den Seifenblasen kaputt machen? Nein. Auch noch? Okay, wenn er selbst gegen den Astro-Boy-Schuss immun ist, dann kann ich ihn nicht kaputt machen. Alles gut. Jetzt habe ich ja, glaube ich, aber keine Schrauben gefunden. Hm. Hier kann man doch sicher die Dinge auch kaputt. Was? Ah. So, mach schnell rein. So. Was geht's da mit deinem Stein? Oh doch, das Flamesword ist echt stark. One-Hit-Gegner. Das ist gut. Mit deinen Bomben hier noch ein bisschen schmeißen. Okay, ich sehe schon, was ich machen muss. Und schnell durch. Ich weiß immer noch nicht, was dieser wieder machen möchte, aber ich lasse ihn auch gar nicht erst am besten dazu kommen. So, in der Luft erwischen. Diese Grashüpfer sind schon ziemlich nervig. Gerade weil ich auch wieder mal nicht gut treffen kann, weil die zu klein sind. Diese gemeinen kleinen Gegner. So. Komme ich da überhaupt dran? Aber so gerade noch. Please kill me. Ich will diese Schraube haben. Sieht aus mehr wie ein Fanmate. Nein, hier unten ist ein Checkpoint. Wie mies. Okay, dann muss ich mal kurz drauf gehen. Mehr aus wie ein Fanmate Mega Man als wie ein echtes. Ist wohl ein ziemlich gutes, eigentlich. Ich finde, es ist ziemlich gut. Erinnert mehr als ein. Erinnert an Metroid X Mega Man. Ich finde das bisher echt gut.
Nein. Ich wollte über das Ding drüber springen, aber gut. So, mit dem Affen. Wahrscheinlich kein Affe ist, aber... Roboteraffe? Energie. Sehr schön. So, mal weg mit dem. Mal gucken, ob ich es diesmal schaffe, die Schraube zu bekommen. Wäre schon geil. So. Zack und wach. So, jetzt was du kannst. Du kannst deinen Bohrerkopf schießen. Das ist geil. Für dich. Da kommen hinten kleine Düsenjets. Das sind interessante Jets. Ups. Und runter. Verdammt. Gerade noch erwischt. Yes. Perfekt. So, dann erstmal weg mit euch. Die Reichweite ist zwar nicht so Bombe von dem Angriff, aber... Ich werde fast vom Stacheln gelandet. Ist da oben... Ich wollte gerade sagen, ist da oben nicht Wasser, da war ein Affe auf dem Busch. Hat man genau gesehen. Da über mir auch wieder. Weiter. Das Feuerschwert ist echt stark. Dinger kann man einfach anzünden. Okay, sind anscheinend irgendwie wohl eine Art Dornen. Und das zählt als entflammbar. Meine Güte. So, komm ich da dran? Nein, ich... Eigentlich hätte ich da drauf gehen müssen. Aber irgendwie habe ich es überlebt. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ist Feuer eventuell sogar die Schwäche von Searchman? Gerade selbst abgeschossen. Ready? Yeah, let's go. Go. Ouch. Go. Ouch. 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 Kann ich gerade die anzünden? Ouch. Also ja, ich kann auf jeden Fall sein Versteck locken mit den Angriffen, aber der macht Schaden. Ready. Begin mission. Yes, sir. Shoot. Fire. Ouch. Ich bin Feuer. Oh, cool. Ich habe ihn angezündet. Auch nicht etwas, was man jederzeit sagen sollte. Aber gut, den Dingern kann man eigentlich gut ausweichen, bevor sie angezündet. Shoot. Fire. Shoot. Fire. Oh, no. Shoot, fire, ouch! Oh no! Verdammt. Holding Schneider! Ouch! Ja gut, das ist im Endeffekt so ein kleines Ratespiel, ob man ihn erwischt oder nicht. Oh no! Ouch! 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 Oh, ich bin gleich tot, merke ich gerade. Ja, aus dem Gleichen ist ein Jetzt geworden. Der ist schon ein bisschen knackiger. Aber gut. Auch jetzt nicht unschaffbar. Hey boy, come on. Auch wenn die beiden Stimmen von dem witzig sind. Kann man eventuell irgendwo sehen, aus welchem heraus oder wo er drin ist? Au. Vergiss irgendwie den Dingen mal auszuweichen. Ich laufe doch lieber dann direkt einfach da rein. Oh, gut erwischt auf jeden Fall jetzt ein paar Mal. Wow, ich springe einfach immer da rein. Also die Runde läuft echt schlecht. Oh. Ich kann noch mal warten und die ganz am Ende erst schießen. Das ist eine neue.
Ich meine, ich kann die Dinger auch einfach abschießen. Da muss ich nicht ausweichen. Nevermind. Ich kann nicht alles ausweichen. Und dann wurde ich wieder erwischt. Ja, doch. Der ist ein bisschen schwerer. Aber das sollte auch irgendwie klappen. Mega Man Tank mit seinem Gesicht. Ja, in meinem Gesicht fange ich auch mal einfach alles ab. Yes, sir. So, springst wahrscheinlich jetzt erstmal wieder hoch. Das ist eigentlich noch fair auszuweichen. Ne. Shoot fire. Shoot fire. Natürlich nicht. Wobei doch, ich krieg die sogar wirklich noch alle erwischt, wenn ich. Okay, hier muss ich wieder draufhalten. Oder auch nicht. Oh, ich sehe gerade, der hat gar nicht mehr so viel. Nein, 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 nein. Dagegen halten. Oh, holy shit, das war wieder knapp. Und ich sehe gerade, wir waren bei 0 Leben. Ja. Ja. Das war knapp. Ich glaube, das kann man so sagen. Okay, und damit bekommen wir jetzt. So, you beat Searchman und you got Homing Sniper. Irgendwie. Ich weiß nicht. Dieser Begriff Homing Sniper ist irgendwie so ein Gegensatz in sich, oder? Weil bei Sniper schießt du halt auf jemanden mit bisschen Skill wahrscheinlich eher. Und Homing Sniper ist irgendwie... Warum überhaupt snipern, wenn es eh Homing ist? Aber gut. Dann würde ich sagen, auf zu Wiley. Aber nee, ich hatte nochmal zu Dr. Dingens gehen können, Dr. Light, um vielleicht nochmal was zu kaufen. Kann ich nochmal raus? Weil ich kann einfach mal eben Game Over gehen. Ist da was? Nein. Gehen wir eben mal Game Over. Ja, ich sehe schon, ich muss ganz viel jumpen. Jump, 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 jump. Perfekte Waffe für 6-jährige CD-Spieler. Ist ja traurig genug, dass es solche Leute mit Sicherheit auch gibt. Ah. Jump, jump. Ich möchte wieder zur Stage Select. Mal gucken, ob ich noch irgendwas Interessantes kaufen kann. So, den Power Shield. Ah, reicht leider nicht genau um eins nicht aus. Irgendwo noch eine Schraube. Ich könnte bei Aquaman noch mal gucken, weil ich glaube, da haben wir fast gar keine Schrauben bekommen. Zumindest in der ersten Hälfte. Ich gehe noch mal kurz in Aquaman reingucken. Können wir den mal auch angucken, wie Homing Sniper aussieht. Jo. Ich ziele einfach auf den Gegner. Oh, ein Leben bekommen. Nice. Kann ich irgendwo rein? Nein. So. Wo könnte man was übersehen haben? Na komm. Ich glaube, auf die Energie da unten verzichte ich jetzt mal. Ja, die Flappy Bird Passagen hier wieder. Ein Pfeil im Kaufmenü. Können wir gleich mal gucken. Ob da vielleicht irgendwie noch mehr Stuff gibt. Das vielleicht so? Ja.
Geil, von hinten erwischt. Das war knapp. Ach, ein bisschen Energie. Ach, ich darf den Boss doch nochmal machen. Wobei, vielleicht gehe ich ihn mit dem Homing Sniper ganz gut. Ich kann ihn wenigstens nicht verfehlen. Ich treffe ihn immer. Habe ich getroffen? Keine Ahnung. Ich lande irgendwie nicht mehr auf Stuff. Na, Rakete? Kommt es auch irgendwann mal an? Ich glaube nicht. Also wenn es nach unten geht, dann kann sie das nicht so schnell machen, die Rakete. Na. Verdammt. Okay. Dann probier's aber doch wieder mit Elektro. Ich glaube, damit hat es am besten funktioniert. So. Du bist nämlich sicher ein Wasserkäfer. Du hast doch eine Elektroschwäche. Oh. Ich dachte, der würde wieder untertauchen. Das hat gerade ziemlich gut funktioniert. Mit dem Schaden machen. Ja, das weniger. Kannst du bitte nochmal... Okay, draufgehen wollte ich gerade sagen, aber dann hat er mir den Gefallen getan und ist in einem Regenbogen verschwunden. Das ist ein Geweiher. Genau so sieht es auch aus. So. Kann ich eigentlich gucken, ob da oben noch was ist? Naja, da ist nichts. Vielleicht kriege ich den auf den Gegner drauf. Oben haben wir das Ding ja schon. Kann der? Nein. Oh, Stacheln gar nicht gesehen oben. Nehmen wir mal diesmal den Weg hier. Und diesmal... hier lang? Da geht's zumindest rein. Damit bin ich jetzt hier ein bisschen weiter oben. Ob das jetzt irgendwas bringt? Ich denke nicht. Nee, ich habe einfach nur mehr Gegner, die ich besiegen muss. War da eine Schraube? Wait a minute. Kannst du mich mal bitte einmal töten hier? Lass mich raten, ich bin jetzt wahrscheinlich bei dem Checkpoint hier unten angekommen und dementsprechend gilt das jetzt nicht mehr mit dem Töten. Na gut, dann war, glaube ich, da keine Schraube einfach. Was? Okay, da waren Stacheln, die habe ich nicht gesehen. Ah, wollte gerade fragen, wo bin ich? Aber ja. Ich glaube, die kleine Schraube wird mir nicht gewährt. Nee, keine weitere Schraube. Schade. Dann gehen wir einfach in Wilys Schloss und hoffen, dass wir dort vielleicht noch ein paar Schrauben bekommen. So, Moment. Da meinte jemand, da wäre noch irgendein Pfeil oder so im Menü gewesen. Ja. Oh. Oh. Das sind mehr Teile. Was haben wir denn da? Energy Saver. Save the Excitement of Energy Light. Okay. Super Recover. Spare Charge. Hyper Slider. Sliding will speed up. Hyper Speed Charge. Oh, das ist sehr gut. Das ist auch nicht schlecht. Der Mega Buster will speed up.
Da sind ein paar gute Sachen mit bei. Okay, ich brauche auf jeden Fall viel mehr Schrauben. Danke für den Hinweis auf jeden Fall. Na gut, dann Dr. Wowie.